Jetzt jagt mir dann der Nucki raus, schon wieder so eine Morddrohung. Du Schlampe, wenn du nicht endlich deinen Mund hältst, mache ich dich endgültig kalt. Keine Polizei. Der Brief, der ist in St. Moritz abgestempelt worden. Und ich weiss, dass Zenta dort im Moment Ski fährt. Ich bin Zenta Kummer. Aber wenn sie Gala und Schweizer Illustrierte lesen, dann kennen sie mich ja. Früher noch, da bin ich eine begnadete Tänzerin. Ich habe tanzt zu Rom, zu Paris und zu Weinfelden. Und bei so einem Auftritt habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Den Harry Kummer. Ein self-made Milliardär aus Hamburg. Der hat mich dann geheiratet. Ein Amour fou. 4 Wochen später ist er sanft entschlafen. Und ich? Ich bin als reiche Witwe verwachet. Ich sitze hier in der Badwanne. Es hat gerade mal genug Wasser drin, dass es jugendfrei bleibt. Und Sie möchten mit mir über die Linda Frost tratschen. Mitte der 90er Jahren bin ich mit dem Vittorio Parole geheiratet. Das war mein 4. Ehemann. Bevor er abgestiegen ist in den italienischen Politkorruptionssumpf. Ja, die Linda Frost ist dann nicht aufgetaucht und hat mir hier weggeschnappt. Was meinen Sie? Ich bin eine Frau und bin stinkhässig geworden, natürlich. Ich bin dann für eine kurze Zeit mit dem Arang Krishna zusammen. Das ist ein indischer Curry-Baron. Und dann sind Linda Frost und ich beste Freundinnen geworden. Die macht wieder aus einer Maus ein Elefant. Dabei habe ich sie mitgenommen an das Hochzeit. Die wäre ja nicht einmal eingeladen gewesen. Der Tina Turner ihres Hochzeit, denke ich. Ja. Also Tina Turner ist eine von meinen besten Freundinnen. Auf jeden Fall habe ich die Linda mitgenommen an das Hochzeug auf Küsnacht. Und dort hat es einen Kerl gehabt. Ganz süße Maus, der Kellner. Mit Häppli zum Anbeißen. Also, der Kellner, nicht Häppli. Die Häppli natürlich auch, aber die interessieren mich nicht. Ich knusperle nie zwischen den Mahlzeiten. Auf jeden Fall hat der Chef dann die Linda geheiratet, die Schlampe. Er hat sie sicher nur geheiratet wegen ihrem Geld. Dabei bin ich viel reicher, jünger und schauen sie besser operiert. Irgendwann einmal in Mühren haben wir uns angetroffen bei der Nacht. Und der Chef hat angefangen mit mir zu flirten. Logisch. Ja, und hat Linda nie versucht, Szenen gemacht. Und was für eine. Oscar Reif, sage ich Ihnen. Und seither ist Funkstille. Also, bitte! Die Morddrohungen, die sind ja mit so ganz kleinen Buchstäben aus der Zeitung ausgeschnitten, irgendwie angeklebt worden, zusammengebastelt worden. Sind Sie mich basteln? Entschuldigung. Hä? Schauen Sie mal meine Nägel an. Haben Sie das Gefühl, das will ich mir ruinieren für so ein paar Briefe, ein paar Morddrohungen? Geht's eigentlich noch? Es gibt ja Leute, die behaupten, der Vittorio sei es gewesen. Aber eins sage ich ihm. Der Vittorio, der bastelt nicht noch lange Morddrohungen. Nein, der zückt sofort seine Knarre. Und das war ja der Grund, warum sich die Linda vom Vittorio entscheiden lassen. Der Vittorio liebt seine Pistolen nämlich mehr als die Linda.